Liebe Zuschauer, herzlich willkommen auch Micky Rehmann. Hallo. Sie sind Initiator vom Fuldum Festival und auch Dozent an der Bauhaus-Universität in Weimar. Ja, Fuldum, bald ist es wieder soweit. Ja, vom 29. Mai bis 1. Juni versammelt sich wieder die internationale kreative Fuldum-Szene im Zeiss Planetarium Jena. Tolle internationale Shows. Wir haben jetzt schon 25 richtige satte Filme. Studentische Arbeiten kommen dazu. Und dass Jena der Mittelpunkt oder einer der ganz starken Zentren des Fuldum-Geschehens ist, das hat sich rumgesprochen. Ja, und die Anfragen, die häufen sich auch, wie kann ich mitmachen? Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Am Ende der Sendung werden wir diesen Punkt noch besprechen. Ich möchte Sie gerne etwas fragen. Sie haben den Duft und Hauch von Denver noch an sich. Sie sind ganz frisch zurückgekommen. Jetzt Thüringen mit dem Fuldum Festival in der Welt, in Denver? Das war eine erfreuliche Mitteilung, festzustellen, das, was wir mit dem Fuldum Festival begonnen haben, hat eine Resonanz weltweit, die würdigt, dass diese Mischung von Hightech aus Jena und kreativer studentischer Medienkunst einen international wunderbaren Ruf genießt. Also ich war eingeladen, zu dieser Immersa-Tagung nach Denver zu kommen. Das ist der größte Industrieverband, der mit Fuldum Produktion, Distribution, Shows, Experimenten zu tun hat. Und siehe da, man hat also irgendwie gesagt, ah, oh, you come from the Jena Fuldum Festival, very nice, I want to come. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt, dort zu sein. Ja, und es ist auch so, es ist wirklich bis zu dem Thüringer Fernsehen gedrungen. Uns ist ein Handyfilm sozusagen zu Augen, zu Gesicht bekommen. Zugespielt worden. Zugespielt worden. Mit dem iPhone gefilmt wurde. Und ich muss sagen, er wirft für uns viele Rätsel auf und viele Fragen. Das ist auch ein Grund, warum wir Sie eingeladen haben. Ich würde vielleicht sagen, dass wir uns zusammen gemeinsam erst noch mal dieses Filmchen anschauen und dann habe ich wirklich einige Fragen. Und dann klären wir ein Rätsel nach dem anderen auf. Gut. So, you would almost be here, if you please give up this big hand. And thank you for the applause. Actually, I was going to say something now that really summarizes what I'm all about. And so I'm really glad that James has the privilege to listen to this. It's like the mantra of the Fuldum Multimedia Gesamtkunstwerk, Spa, Planetarium, installation, and it goes like this. Ladies and gentlemen, the Fuldum experience, immersion. Immersion is not complete unless you get really wet. Okay, James is in full agreement, he wants to visit Venus in the pool. Thank you for listening and enjoying the evening. Thank you again for coming. Wir haben es gesehen. Das war also der Kongress. Wo genau? In? In Denver, Colorado, im Museum of Nature and Science mit einem angeschlossenen Planetarium. So, aber jetzt die erste Frage. Ich vermute, es ist eine Gottheit. Zwei Gesichter. Was macht diese Gottheit da neben Ihnen? Ja, neben mir. Diese Gottheit ist der römische Gott Janus. Den haben wir letztes Jahr zum Fuldum Festival eingeführt als Schutzheiligen des Fuldum-Wesens, weil der die wunderbare Eigenschaft hat, vorne und hinten gleichzeitig schauen zu können. Und wir dachten, um deutlich zu machen, dass Fuldum eben einen qualitativen Sprung raus aus dieser flachen Kinowelt hinein in die 360-Grad-Rundum-Projektion öffnet, brauchen wir eine mythologische Figur, die das auf Anhieb erklärt. Und die Veranstalter des Kongresses in Denver, die hatten mich gebeten, Janus mitzubringen, weil denen hat das gefallen in Jena. Und nun war also Janus als europäischer Gott mit Auftritt in Jena zu einem Gastspiel nach Denver geladen. Und da haben wir einfach dem diese Maske aufgesetzt, eine schöne römische Toga, wahrscheinlich von Karl Lagerfeld designt, umgewandelt und schon war auch Denver begeistert von diesem mythologischen Gott. Jetzt gibt es ja eine Stelle,
an der auch, ich sage jetzt mal, ich bleibe dabei, dieser Gott sich sehr freut, ja, jubelnd, ja, die Arme hochreißt. Ich glaube, es hatte mit der Projektion zu tun, mit der Einblendung. Was war das für eine Stelle? Also das ist eine Stelle, die vielleicht einige Zuschauer hier verstehen. Und meine Freude war, dass das in Denver bei den Fulda-Experten auch sehr schnell verständlich war. Und das hat auch meine persönliche Botschaft. Vielleicht ist es ja bekannt, ich komme aus dem Wasserreich der Toskana-Therme mit Liquid Sound, diesem wunderschönen Schweben. Und da liegen die Leute mit dem Augen nach oben und gucken in eine Kuppel. Und für alle, die die Fulda-Therme erlebt haben, ist es eigentlich absolut nachvollziehbar, die ideale Körperhaltung, um diese Kuppelfilme zu sehen, ist, wenn man schwebend nach oben schaut. Und deswegen war im Grunde meine Verkündigung bei diesem Kongress: Das Fulda-Theater der Zukunft ist mit Wasser gefüllt, unten Liquid Sound, oben Fulda-Projektion. Und als dieses verkündet wurde, da brach Janus in Jubel aus. Da gab es Stimmung im Pantheon und das hat sich sofort auf die ganze Gesellschaft übertragen. Kannten die Teilnehmer vom Kongress Liquid Sound? Liquid Sound ist ja jetzt eine Weltmarke, auch eine geschützte Weltmarke. Oder war das jetzt für Sie was ganz ungeheuerlich Neues, also dass man in Wasser schwebt und möglicherweise mit der Vision gleichzeitig kuppelmäßig noch Filme zu gucken? Also es war ja doch eher eine kleine Show-Einlage in diesem Kongress. Die war aber so konzipiert, dass man im Grunde den Zusammenhang, was hat das mit Fulda-Therme zu tun, sehr schnell nachvollziehen konnte. Dass jemand, der nach vorne und hinten gucken kann, in einem Fulda-Theater sehr gut aufgehoben ist, ist klar. Und dass man als Mensch ohne Nackenschmerzen und Rückenschmerzen am besten diese ganze Pracht der Kuppelprojektion sehen kann im Wasser, ist auch klar. Und also das war einfach die Rückmeldung, die Menschen mir dort gegeben haben. Ja klar, endlich wissen wir, wie das Fulda-Theater der Zukunft aussieht. Eine kleine Anmerkung noch, ich habe Sie im Vorgespräch auch gefragt, Denver wahrscheinlich viel größer, jetzt wir hier, Jena mit dem Planetarium, ist gar nicht so, ne? Ja, jeder in Denver, der sich mit der Geschichte der Planetarien beschafft, weiß natürlich, dass das Zeiss-Planetarium in Jena das älteste der Welt ist und dass dieses ausgerechnet so bei dieser neuen Bewegung, wie füllt man das mit neuem multimedialen Content, ganz vorne platziert ist, das hat sich auch rumgesprochen. Deswegen ist auch schon, sag mal, der Sog auf das nächste Fulda-Festival jetzt Mai, Juni sehr markant erkennbar. Da freuen wir uns drauf. Bevor wir jetzt gemeinsam an den Punkt kommen, wie kann jeder mitmachen, noch eine Frage, die mich persönlich auch interessiert. Was sind denn gerade so die Trends? Die Trends sind, und das ist auch, glaube ich, erst in den letzten Jahren klar geworden, die scheinbar unüberwindliche Kluft zwischen ernsthaften Astronomen, die sozusagen Sternenhimmel erklären, und wilden multimedialen Studenten, die einfach den Raum füllen wollen. Diese Kluft wird immer enger und beginnt sich auch zu schließen. Die Wissenschaftsshows werden immer künstlerisch wertvoller, immer spannender. Nichts von staubiger Wissenschaft und von den künstlerischen Sachen, da passiert einfach unglaublich viel Belebendes. Und das Schöne ist, die Fulda-Szene ist unglaublich kooperativ. Jeder ist begierig, vom anderen zu lernen. Die 360-Grad-Sound-Leute schauen, was die Videokünstler machen. Die Astronomen sind begeistert zu sehen, dass es neue Bildsprachen gibt, die von Studenten kommen. Also diese gemeinsame Befruchtung ist weltweit festzustellen. Gemeinsame Befruchtung. Ich tue es jetzt mal nicht, ich befruchte uns nicht, sondern Aha. Ich befruchte die Sendung. Ich drücke mal hier den Knopf. So. Okay. Jetzt sehen wir auch schwuppdiwupp Bilder, die Sie mitgebracht haben, die mit dem Handy auch geschossen wurden. Ja. Abstrakte, was ist das? Was sehen wir da gerade? Das ist eines dieser Beispiele von Wo geht's hin? Live-Performance, ein Live-Mix von VJs, Laserprojektion und Fulda-Projektion. Dazu Live-DJs, die Musik mixen, also diesen Raum als Performance-Raum zu gestalten. Also wir hatten letztes Jahr auch hier eine Performance-Künstlerin aus Kalifornien, Nina Weiss, die dort eine echte Person dargestellt hat, umgeben von Fulda-Projektion. Also ein multimediale Visualisierungs- und Performance-Raum zu gestalten, das ist etwas, was man sehen kann, wohin sich die Entwicklung bewegt und was eine unheimlich schöne Bereicherung des Planetariums, des klassischen Planetariums als Eventraum darstellt und dem Planetarium nichts von seinem
erziehungs- und wissenschaftlichen Auftritt, ne, Auftrag nimmt. Also, ich finde das jetzt sehr beruhigend. Ich würde sagen, wir lassen die Bilder noch etwas über uns schwingen, sozusagen ein bisschen nachklingen, bis ich es ausgesprochen habe, nämlich das Wort Crowdfunding. Crowdfunding. Jetzt ist unser Bestreben in Jena schon immer gewesen, die Künstler, die in dieser neuen Entwicklung was beitragen, zu fördern, zu unterstützen, mit Preisen zu bedenken. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, wir möchten gerne noch mehr Preise vergeben können. Und deswegen haben wir eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Das ist jetzt also jetzt kein Spendenaufruf, sondern im Grunde eine Bitte. Wer von den Zuschauern möchte nicht doch auch gerne auch direkt beim Fulham Festival dabei sein und quasi mit dem Festival-Ticket zugleich eine Spende für zukünftige Preise geben? Und das kann man machen, indem man bei dieser Indiegogo Fulham Festival-Kampagne mitmacht. Zum Beispiel, wer 50 Euro spendet, hat damit das Recht, ein Ticket für das viertägige Festival zu gewinnen und gibt gleichzeitig Geld in den großen Topf, der dann in Form von Preisen an die mutigen multimedialen Künstler weitergegeben wird. Und das ist ja kein Geheimnis, viele von denen sind an der Bauhaus-Uni in Weimar. Wie schön, da drücke ich nochmal diesen Knopf hier. Und jetzt sehen wir es gerade hier, blenden wir die Seite mal ein. Ich bin begeistert über diese Studiotechnik. Ja, ne? Ein Knopfdruck und alles macht Schwupp. Ich habe mir hier alles zurechtgelegt. Ja, super. Das ist das One-Woman-Knopf-Show-Board. So, und ja, diese Seite, Internetadresse, sehen wir, ist ja auch nochmal groß eingeblendet. Eine großartige Idee. Wer kam darauf? Also ist ja wirklich eine großartige Idee. Ist auch erstmalig, dass jetzt auf dieses System so zugegriffen wird. Also Crowdfunding ist einfach die Methode, unterhalb der institutionellen und etwas mühsam bürokratischen Ebene Menschen, die an einem Thema Interesse haben, dazu zu bringen, mit kleinen Beiträgen große Sprünge machen zu können. Und bisher war das Fulham Festival gekennzeichnet von ganz viel engagierter Arbeit, von ganz vielen, nicht nur in Jena, auch von Offenbach in Kiel, von internationalen Supportern. Und wir wollen das einfach öffnen, alle, die jetzt gerne das sehen wollen. Und wir haben ja gesehen, es lohnt sich, sowas anzuschauen, denen die Möglichkeit zu geben, mit Spenden von 10 Euro bis 500 Euro dabei zu machen. Ich würde gerne noch einen draufsetzen bei dem Crowdfunding. Ja. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wir würdigend diese Personen vorstellen, indem wir Skype-Interviews durch die ganze Welt machen. Wer also sozusagen einen Betrag gibt, dass er auch dann von uns auch nochmal gewürdigt wird. Weil wir finden die Idee wirklich sehr schön. Und also wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich würde doch gerne ins Fernsehen kommen, so, dann kann er das auch. Also Frau Noll, wir sind begeistert und ich gebe meiner Begeisterung ähnlichen Ausdruck wie Janus in Denver. Das, ich kann sie jetzt noch wegmachen. Mit nein, nein, lassen Sie euch drauf, weil es ist ja, ich möchte auch noch mal eins draufsetzen. Salve TV ist ja nachweislich derjenige Sender weltweit, der die Fulham-Szene und die Entwicklung, diese rasante, multimediale, kunstvolle Entwicklung konsequent begleitet hat über die letzten 7 Jahre. Das kann man ja, Salve ist ganz super, das kann man bei diesen abgelegten Video-on-Demand-Filmen nachweisen. Und natürlich ist es ein super Anreiz für alle, die richtig was Tolles spenden wollen, mit ihrer Spendenbereitschaft dann auch nochmal hier von Ihnen charmant interviewt zu werden. Ja, mit dem Knopf im Ohr via Skype, das geht wunderbar. Knopf im Ohr, Knopf auf, ich fasse hier nichts an. Hier, da passiert, ganz neu installiert hier das Board. Da hat Stefan Raab gar nichts gegen. Okay. Wenn Sie wüssten, welche Funktionen hier die Knöpfe haben. Bei einer One-Woman-Multimedia-Dashboard-Show also, halte ich mich raus. Die Kamera auf Flugzeug umgeschaltet, ja, also ist alles dabei hier. Oder wir sind plötzlich, ja, genau. Okay. So, aber sagen wir schnell noch Tschüss, bevor ich hier einen Knopf... Ja, den Tschüss-Knopf, den Tschüss-Knopf drücke. Ich sage Ihnen erstmal vielen Dank für das Interview. Ich drücke Ihnen jetzt schon für das Fulham Festival die Daumen oder den Leuten, die noch Karten haben wollen, weil es war jetzt auch, glaube ich, bei den letzten Malen sehr schnell auch ausverkauft, weil Fulham in der Welt ist einfach jetzt eine Nummer schon. Deswegen lieber jetzt spenden und das Ticket sichern und Gutes tun. Genau, genau. In diesem Sinne danke Micky Rehmann, Initiator vom Fulham Festival und Dozent an der Bauhaus-Universität. Lieben Zuschauer, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. In diesem Sinne, tschüss.